Als ich an meinem Schreibtisch saß, bemerkte ich, dass mein Puls plötzlich etwas stärker schlug. Und kurz darauf hatte ich ein Gefühl, als wenn eine Saite in meinem Körper reißt, und dachte, ich habe vielleicht einen Herzinfarkt bekommen. Olaf Krüger eilt sofort ins Krankenhaus. Einen Tag später wird der 56-Jährige ohne Diagnose wieder entlassen. Ich dachte eigentlich, ich hätte vielleicht etwas mit dem Magen, jetzt ein Magengeschwür oder so etwas. Und ich wurde auch immer so ein bisschen schwächer. Als der Blutdruck auf 160 zu 90 steigt, geht der Physiker erneut ins Krankenhaus. Erst jetzt wird eine Computertomographie gemacht. Herr Krüger wurde aus einem auswärtigen Krankenhaus mit der Diagnose einer eingerissenen Hauptschlagader zu uns überwiesen, eine sogenannte Typ-A-Dissektion. Die Symptome, die die Patienten bieten, und das hat auch Herr Krüger geboten, sind heftigster Brustschmerz. Wenn so ein Patient zu uns kommt, dann ist das ein absoluter herzchirurgischer Notfall und es muss sofort operiert werden. Bei Herrn Krüger haben wir den aufsteigenden Teil ersetzen können, nämlich den Teil, bei dem es zu einem Einriss in der Hauptschlagader kam. Wir haben den Aortenbogen ersetzen können. Den absteigenden Teil der Aorta haben wir später mit einem Stent-System versorgt. Ich habe nie gedacht, dass mich so ein Schicksal ereilen würde. Ich war immer sehr sportlich und auch sehr belastbar und habe auch nie irgendwelche Probleme wahrgenommen. Also das war für mich ein ziemlicher Schock, dass mein Körper plötzlich nicht mehr so leistungsfähig war, wie ich ihn kannte. 6 Stunden dauert die OP. Technisch ein sehr aufwendiger Eingriff. So müssen wir zum Beispiel die Temperatur des Patienten auf teilweise 20 Grad hinabkühlen, um dann den Kreislauf lahmzulegen, also eine sogenannte Operation im Kreislaufstillstand. Das einzige Organ, was noch mit Blut während so einer Operation versorgt wird, ist das Gehirn. Ein Aortenriss ist tückisch, denn oft enden die Untersuchungen, nachdem ein Herzinfarkt ausgeschlossen wurde. 3 von 4 Betroffenen sterben innerhalb von 48 Stunden. Olaf Krüger hat Glück gehabt. Je leistungsfähiger ich werde, desto besser komme ich auch mit allen Dingen, die ich tue, zurecht. Also ich kann zum Beispiel deutlich mehr Fahrrad fahren jetzt am Anfang und es macht mir auch nicht mehr so viel aus. Bald will der Klimaforscher auch wieder seine Studenten betreuen und an Forschungsprojekten in Finnland arbeiten, so wie vorher.